Agogo. Ari zeigt auch heute wieder schöne, bemerkenswerte, verstörende Bilder aus dem Archiv. Heute mit Spezialgast Gabriel Wetter. Direkt aus dem Stadtmuseum Aarau, mitten hinein in dein Herz. Und hier ist er. Please welcome Simon Ari. Ja, grüß miteinander. Wir sind hier wieder bei Foto Agogo, quasi eine Emission. Danke für zahlreiches Erscheinen. Es hat im Ringier Bildarchiv 7 Millionen Bilder und die zeige ich euch. Und zwar jetzt. Hier ist eine Nonne. Sie spielt mit ihrem Kind. Das ist ihr Chef. Er glaubt ganz fest an Gott. Das sieht man hier gut. Ich habe früher immer geglaubt, Papst ist ein Name, nämlich der Name von diesem Mönch hier. Aber seit er, Johannes Paul II., nicht mehr ist, wechseln sie ja in Rom die Päpste, wie andere Leute ihre Unterhosen. Das hier sind beschlagnahmte Waffen in Afrika, Bürgerkrieg, Ruanda. Das auch. Aber Schweiz. Fußballfans. Die Zürcher Polizistin hier freut sich, dass sie einen Buß für falsches Parkieren darf erteilen. Auch der Zürcher Polizist freut sich, ihm ist einer in die Falle gegangen, wahrscheinlich ein Raser. Hier sucht eine Frau im Bundeshaus Staub, hinten dran wird geschworen. Das hier sind Panzer von der Schweizer Armee. Mächtige Panzer. Das hier auch. Das aber nicht, das sind Panzerattrappen. Das hingegen ist der Kirchturm im aargauischen Döttingen. Besser gesagt, es war der Kirchturm im aargauischen Döttingen. Der Kirchturm wurde 1970 gesprengt worden. Und es hat hier im Archiv die schönsten Sprengungen der Schweizer Geschichte, kann man sagen. Sprengen ist ja nicht mehr so angesagt, habe ich den Eindruck. Heute werden Häuser nach Material sortiert abgedreht. Fein üblich, für die Umwelt ist das gut. Aber für die Seele, bin ich der Meinung, gibt es eigentlich nichts Schöneres als fette, staubige, laute Sprengung. Und ob das unser heutiger Gast auch so sieht, das werden wir herausfinden. Er ist sozusagen ein bisschen der Kinderstar unter den Slam-Poeten und Comedians. Er hat x Preise abgeräumt und Salzburger Stiere gewonnen. In einem Alter, wo andere Leute langsam über ihren Beruf nachdenken. Und seither hat er gemacht, was so Autoren und Comedians eigentlich alles machen können. Ausser, ich glaube, ein Spielfilm hat er meines Wissens nicht gemacht. Und er ist bekannt aus TV und Rundfunk. Er ist easy googable und ihr kennt ihn wahrscheinlich sowieso. Hier ist er, Gabriel Wetter. Hallo Gabriel. Hallo. Hi Simon. Hey, ist das so, du hast noch nie einen Spielfilm gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht, das stimmt, ja. Ja. Okay. Solltest du vielleicht noch? Ja, so ein RTL 2, der Filmfilm, fände ich gut. Dort, wo ich aufgewachsen bin, in Thun, haben Kinder am 1. August immer mit Kirschkracher Briefkästen gesprengt. Hast du so die Sachen auch gemacht? Ja, haben wir auch gemacht. Wir haben auch jenes Briefkästen getan. Oder ja, hat so den Klassiker auf Ameisenhäufen. Und haben wir auch viel gemacht. Hier ist eine explosive Frisur, könnte man sagen. Das sieht nach einem gestellten Bild aus. Ja, das ist so ein typisches, wie sagt man dem, so ein Porträtfoto, das man früher noch gemacht hat, wo man extra zuerst zum Coiffeur ist gegangen und nachher dann noch zum Fotograf, zum Familienfotograf. Foto ist vom Fotograf Hunziker in Löningen. Das weiß ich deswegen, weil ich bin die Frau von dem Fotograf, das ist meine Tagesmutter gsi und der hat sein Studio unten in der Wohnung gehabt und darum ist mir dort relativ oft fotografiert worden. Und die Frisur habe ich auch nicht extra für den Fototermin anmachen lassen, sondern das ist einfach das Resultat von meiner langjährigen Angst vor dem Coiffeur. Ich habe so Angst vor dem Coiffeur, dass ich bis ich 5 war, nicht zum Coiffeur bin. Hey, wenn man unsere Sprengungen hier im Archiv eben so schön aneinander reihen kann, gibt es wunderschöne, fast kleine Filme. Das ist eins.
Ich habe kürzlich mit meinem Sohn angeschaut, wie ein Kindergartengebäude ist abgedreht worden. Das ist mega langweilig. Also super nach Material sortiert, oder? Damit man es auch wieder weiterverwenden kann. Aber die Sprengung ist eigentlich schon toller. Nein, also weißt du, wie gut, wenn du als Kind irgendwie kannst schauen kannst, wie dein eigenes Kindskit Luft gesprengt wird. Das wäre auch schön. Das wäre viel besser, ja. Meine Lieblingssprengungen sind eigentlich so die Kaminschloten. Die braucht man wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr unbedingt. Oder? Oder weniger, weiß auch nicht. Das hier. Ja. Haarscharf an einem Kindergarten oder an einem Schulhaus wahrscheinlich hier vorbei. Aber es hat es nicht ganz getroffen. Hier ist der Presse, der Zeitungstext dazu. Kannst du den echt bitte geschwind vorlesen? Ich sehe es nicht. Ja, da steht, auch das war knapp. Regensdorf. Das ist der Traum jedes Sprengmeisters. Das tadellose Zusammensacken eines Kamins. Dieser Stand in Regensdorf stammt aus dem Jahre 1913 und wurde von Sprengmeister Willi Heindl, 46, mit 2,5 Kilo Gelatine A in 25 Löchern verteilt zu einem Häufchen Ziegelsteine verwandelt. Das Gebäude kriegte keinen Kratzer ab. Also ich habe da zwei Fragen. Erstens, der hat das mit er hat den Turm mit 2,5 Kilo Gelatine in die Luft gesprengt. Ja. Also, einfach Gummibärli reingeschoben. Gummibärli oder Konfitüre oder ja, ich weiß nicht genau. So gut, Gelatine. Ja. Das, Gelatine ist vom Schwein, oder? Schweine-Gelatine. Schweinefett. Nein, ich weiß nicht genau, ja, Gelatine. Also nicht Rinderfett. Weil kennst du die Geschichte von Österreich? In Österreich hat man doch so, oder hat man bis vor kurzem nicht Gebäude gesprengt, sondern Kühe. Man hat dort Kühe gesprengt. Und zwar willentlich. Weil also Kühe, die irgendwo in den Bergen oben gestorben sind, altershalber oder aus persönlichen Beweggründen, ich weiß auch nicht. Einfach, wenn Kühe gestorben sind in den Alpen, ist das irgendwie zu teuer gewesen, um die Kühe-Kadaver mit dem Helikopter ins Tal zu transportieren, um sie in die Verbrennungsanlage zu schmeissen. Und darum haben sie es einfach gesprengt, also haben dort Dynamit rein tun und dann die Kühe in den Bergen oben gesprengt und dann sind die Kühe halt in so kleinen Happen im Gjet rumgelegen und dann nachher von der Natur verwertet worden, von Wölfen und Wanderer und ich weiß nicht was. Irgendwann hat man dann der Praxis ein Ende gemacht aus fremden verkehrstechnischen Gründen. Gut, hier noch das. Kille Uster hat auch müssen weichen. Das hier hingegen ist Zürich, Limmatufer, würde ich sagen. Das ist meine Lieblingssprengung. Hey, aber weitere farbige Bilder hast du uns auch noch mitgebracht. Aus deinem, könnte man sagen, aus deiner Bibel? Ja, aus meiner Bibel. Und zwar ist es lustig, dass du im Ringe Bildarchiv sitzt, weil eines meiner Lieblingsbücher ist das da. Das ist ein Sammelband, das heißt 600 illustrierte Schweizer. Und das versammelt Fotos aus den Schweizer Illustrierten aus den 90er Jahren, von 1990 bis 2000. Und da hat es also jenstes drin. Ich zeige euch jetzt gerne ein paar Fotos, und zwar mit meiner kleinen Fernbedienung da. Also, wir gehen zum ersten. Moment. Ja, das ist schon mein Lieblingsbild eigentlich aus dem ganzen Band. Das ist ein Foto aus, ich glaube, 1992 oder 1993 vom Stefan Schmidheini. Bekannt als sehr, sehr reicher Mann und wie er sich selber nennt. Menschenfreund. Und ist auch der meistgehasste Mann von Italien, sagt man ihm auch. Weil er wegen dem Asbest- und Eternit-Skandal in Italien seit mehr oder weniger 25 Jahren Dauer angeklagt ist. Jetzt auch gerade kürzlich wieder nochmal ist es wieder aufgenommen worden. Und das Foto zeigt ihn am Klimagipfel in Rio de Janeiro, wo er sieht sich selber ein bisschen als Greta Thunberg von den 90er Jahren. Das sagt er auch so, oder wie? Ja, also kürzlich im Interview hat er gesagt, dass wenn Greta Thunberg in Rio de Janeiro dort mal auftreten sei, hätte niemand auf sie gelost, aber er sei eigentlich der gewesen, der das dort mal schon ähnlich gesehen hat. So. Und das Lustige ist, dass er da auftritt mit diesen Mandli unten dran, mit diesen Playmobil-Mandli, wo einfach alles so Stereotype Indigene darstellen. Also man sieht da Uri, wo er aus Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien
Und obendrauf wirklich so der weisse Schweizer Schwerindustrielle, der dafür bekannt ist, dass seine Familie mit dem Dritten Reich, mit dem Diktator in Nicaragua und mit dem Apartheidsregime in Südafrika gute Geschäfte gemacht hat. Von dem her, ich finde ja eines der schönsten Bilder eigentlich. Ja. Gut, gehen wir weiter mit den Bildern zum zweiten. Da sehen wir Ines Torelli. Sie füttert gerade ihrem Gückel Tommy Mayonnaise, und zwar Mayonnaise Citron. Im Bildband gibt es ein zweites Foto von Ines Torelli. Dort füttert sie an ihrem Gückel nicht Mayonnaise, sondern Le Parfait, aber auch direkt aus der Tube. So, wir gehen zum nächsten. Das ist der Uli Kestenholz, Snowboarder bekannte, 1999. Der Uli Kestenholz ist der Mann an der Gitarre, oder ist es ein Bass? Ich weiß nicht. Das ist der damalige Chef von der Beldona. Er ist gerade am Unterwäsche anprobieren, glaube ich. Ja, wir gehen zum nächsten. Der Bruno Manser, bekannter Umweltaktivist, verschollen seit vielen, vielen Jahren. Da ist er aber auf Heimbesuch in Basel. Und zwar hat er, wenn er bei seinen Eltern, die auf Besuch war, nicht in seinem Kinderzimmer geschlafen, sondern auf dem Balkon. Wahrscheinlich, weil es im Zimmer keinen Platz gehabt. Man sieht ja, es hat überall Kisten und Zeug. Wahrscheinlich alles voll. Oder die Vorstellung von Wänden und Decke und so sind ihm sehr unangenehm gewesen, so. Ja, genau. Ja, Burma ist ja bekannt für seine Balkone auch. Darum hat sie ihn dort angezogen. Da sehen wir den sehr bekannten Pudel Ronny mit seinem besten Freund, dem Leon Huber. Der Leon Huber war ja Tagesschausprecher lange Zeit, und das Foto ist kurz nach der Pensionierung vom Leon Huber entstanden. Und das Schöne ist auch, dass eigentlich in jedem Foto von ihm und vom Ronny hat es in dem Buch einige Fotos. Und jedes Mal, wenn die Sonne auf ihre Haarpracht scheint, sehen die Haare genau gleich aus, sowohl beim Huber wie auch beim Ronny. So, gehen wir also weiter. Das ist ein Foto von einer Frau, die ich nicht gewusst habe, wer das ist, bis ich das Fotobuch hatte. Und zwar heißt sie, jetzt mal ganz schnell schauen, wie sie heißt. Wie heißt? Weißt du gerade, wie sie heißt? Rosemarie Buri. Rosemarie Buri, genau. Und die Bildlegende im Buch ist Dick und Dumm, die Bestsellerautorin Rosemarie Buri. Also Dick und Dumm hat einfach ihren Bestseller geheißen. Merci vielmal für den sehr schönen Einblick, Gabriel. Ja. Es kommen Bilder, die ich selber auch nicht kenne, in einer Rubrik, die ich eigentlich auch noch nicht kenne. Die heisst «O Fortuna». Es geht um Schicksal und Glück. Wir spielen ein Spiel zusammen. Bist du bereit? Ja, ist gut. «O Fortuna». Also ich habe mir da von der Regie gesagt, wir müssen zusammen herausfinden, was man sieht oder wen man sieht auf diesem Bild. Ja. Das Metronom, du kannst Stopp sagen, wenn es dir geeignet dünkt. Stopp! Das ist der Toni Vescoli, würde ich sagen. Ja, das könnte sein. Toni Vescoli mit jemandem aus der Verwandtschaft, wie tönt das? Das ist richtig, der Toni Vescoli mit seiner Tochter, der Nathalie. Ah. Danke. Jetzt stopp bitte. Stopp. Hat es gestoppt? Ah ja. Ja, das sieht so ein bisschen nach irgendetwas Offiziellem aus. Ich würde tippen auf, jemand ist im Bundeshaus auf Besuch. Königin von Schweden. Ja. Gibt es die überhaupt? Ja? Also, Bundeshaus ist richtig. Queen Elisabeth II. Mit dem Prinz Philipp. Ah, ja. Der Prinz Philipp Selig? Mhm. Aha. Gut, danke. Du kannst wieder Stopp sagen. Ah, hast du schon Stopp gesagt? Ah, okay. Ja. Gut. Das ist der Bernhard Russi. Das sehe ich. Ist der Bernhard Russi. Und das ist aber nicht der Matthias Hüppi nebenan. Nein, ist auch nicht. Das ist der Bernhard Russi ohne Matthias Hüppi. Ist das richtig? Richtig, ja. Und zwar war er bei Rallye Paris-Dakar in einem Subaru als Beifahrer gewesen. Hier sieht man ihn in Mali 1982. Okay, Beifahrer in einem Subaru. Genau. Das ist doch gut. Schön.
Sagst du Stopp? Ja. Stopp. Das ist der Sepp Blatter. Auch wieder ohne Matthias Hüppi. Auch wieder ohne Matthias Hüppi. Ja, das ist der Sepp Blatter am Joggen in Mexiko im Winter 1985. Okay, merci. Gut, kommt noch eins. Stopp. Ah ja. Gotthard, nein. Backstreet Boys von der Schweiz. Krokus mit Chris von Rohr. Ja, und wieder der Bernhard Russi, zweiter von rechts. Sieht schon so ein bisschen so aus. Hallo? Ja, wieder völlig richtig. 4 von 5 Antworten stimmen bis jetzt. Krokus mit einer goldigen Schallplatte. Okay, gut. Also merci, warte, ich hänge ab. Was muss ich jetzt machen? Was passiert? O Fortuna wurde Ihnen präsentiert von Lukas Frey, Archivar im Rheinland-Archiv. Wir haben ja eine Rubrik für sehr bemerkenswerte und auch ein bisschen verstörende Bilder manchmal. Die heisst so. Das ist ein Bild, das ich in mehrerer Hinsicht bemerkenswert finde. Es fehlen eigentlich nur noch Schwarzafrikanerinnen, Afrikaner mit Baströckchen und Bananen, jedenfalls gemäss. Hinten, das ist ein Bus von der Swissair, aber das ist irgendwie am Flughafen. Genau, gemäss Bildlegende sind das echte Indianer, die in Kloten gelandet sind. Sie werden im Zirkus Knie auftreten. Ah ja. Ja, heisst und oh! Oh, Post! Sehr schön. Wir haben hier wieder mehrere schöne Einsendungen. Ich mache eine auf. Absender hat es kennen. Ja. Das ist das Bild. Ich hänge das hier an. Ihr seht es. Ein Mann zerstört Fernseher mit einer langen Stange. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Kommentar auf unsere Sendung. Wir wissen es nicht, aber wir freuen uns sehr über die Einsendung. Und wir bitten euch auch weiterhin Sachen zu schicken. Vielleicht auch mit Absender, wenn ihr wollt. Oder anonym, naja. Gut, und schickt es an diese Adresse hier gerne. Oder könnt auch Mail schreiben, wenn ihr wollt. Okay, und wir haben noch sehr schön weitere Posten und bekommen noch Auflösung vom Sesshu vom letzten Mal. Wir haben mehrere Einsendungen bekommen. Wir möchten 3 schöne euch gerne zeigen. Das hat uns Renate Bergmann aus Monte Wattland geschickt. Das ist von Bruno Stettler Worm. Das ist von Max Hari aus Bern. Wie gesagt, schickt weiter Sachen. Ich gehe auch wieder ins Archiv. Und wir sehen uns im Juli hier wieder mit der Big Cis. Gabriel, merci vielmals, bist du auf Besuch gekommen. Das war sehr schön. Bist du eigentlich Abonnent von der Schweizer Illustrierten? Nein, nicht Abonnent, aber ich bin jeden Mittwochnachmittag in der Bibliothek im Bobmigen und die haben die dort aufliegen. Darum schaue ich die regelmäßig an. Sehr gut. Hey, ich singe noch ein Lied, das ich gerne unter der Dusche singe und auch einen schönen Abend. Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. See, to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Well, heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Voilà, c'était la 3e émission de Photo à Gogo avec Gabriel Vetter. Merci pour être chez vous. Voilà, c'est ça. Merci à vous aussi. Au revoir.